zusammen. Anfang 2022, gerade ins neue Jahr gerutscht. Frohes neues Jahr noch an alle, die aktiv uns immer live gucken. Und heute habe ich zu Gast den Finn von Kutschenbach, von den Marketing Bees. Und das Thema für heute ist so der Oberbegriff Bildung. Wie sind wir zusammengekommen? Das erzähle ich ganz kurz vorab. Wer mich kennt, weiß, ich habe Bildung so ein bisschen als Hobby und versuche Bildung in Gänze so ein bisschen umzustrukturieren. Und einer unserer großen Partner, mit denen wir bei Innovafon zusammenarbeiten, ist die Kapsch. Und die Kapsch hat davon Wind gekriegt, fand das irgendwie ganz cool und hat gesagt, ihr müsst unbedingt den Finn kennenlernen. Dann haben wir beide kurz vorher ein Gespräch gehabt. Und dann habe ich gesagt, oh Mensch, hätte ich voll Interesse dran, einfach mal einen Let's Talk zu machen. Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Finn, so ist es. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist denn du eigentlich? Ja, doch, gern doch. Genau, ich bin der Finn. Hallo an die Runde. 17 Jahre jung oder alt, ja gut, wie man es nimmt. Hab genau vor, genau einem Jahr jetzt die Firma Martin Bisch gegründet. Mit einer Werbeagentur hier in Wiesbaden und in Rüsselsheim. Und machen sozusagen das ganze Spektrum an. Marketing on und offline. Ja. Okay, welche Kunden habt ihr da so? Darfst du irgendwelche nennen? Also von ja, selbstverständlich. Oder? Doch, klar. Also wir haben unter anderem die Landeshauptstadt Wiesbaden als Kunden. Mit denen arbeiten wir relativ eng zusammen. Sei es jetzt verschiedene Ämter, Kulturamt als Beispiel, haben aber auch natürlich mittelständische Unternehmen, auch kleine Unternehmen, auch Vereine, sei es ein kleiner Sportverein in Wiesbaden, bis hin aber auch zu einer Holding AG aus der Schweiz, die aber auch hier in Berlin ihren Sitz hat. Das ist wirklich durchwachsen. Also wir haben eigentlich einen großen Kundenstamm in jeder Branche. Das ist das Schöne dran. Das heißt, wir sind nicht fokussiert auf eine Branche, sondern es sind wirklich eigentlich jede Branche vertreten im und im Ausland. Na gut, Ausland. Ja gut, Schweiz ist Ausland. Das zählt. Also von daher, genau, das ist so unser Kundenstamm. Wirklich stark durchwachsen. Ja. Ja, Mann, Finn, wenn ich dich so höre, dann denke ich, irgendwas muss ich verkehrt gemacht haben. 17 Jahre jung, ja, irgendwie seit einem Jahr hast du die Company. Du bist mit 16 von der Schule gegangen, ja? Also genau, ich habe mit 15 habe ich die Schule abgebrochen. Hast abgebrochen? 15, genau, ich habe abgebrochen. Ich war auf einer Realschule, bin dann nach der 9. Klasse tatsächlich abgegangen, habe dann eine Ausbildung angefangen als Kaufmann für Marketingkommunikation, die war in Frankfurt, by the way, die habe ich aber auch nach 7 Monaten abgebrochen. Da war aber eher so der Grund auch wiederum Schule. Warum? Ich war dort auf einer Berufsschule in Frankfurt, war mit 15 Jahren der aller Jüngste dort, weil alle anderen haben mindestens Fachabi gemacht oder sogar Abi und haben sogar vielleicht schon was studiert für diesen Ausbildungsberuf. Das heißt, die nächstältere, lass mich nicht lügen, war 22. Und dann fühlt man sich als 15-Jähriger in der Schule vor allem, so im Privaten gar kein Problem, im Beruflichen eigentlich auch nicht, aber in der Schule, wo die ganz anderen Wissensstand haben, Mathematik, Englisch, etc. pp., merkt man schon, oh, mit den 15 Jahren ist man da schon sehr weit hinten. Es ist wirklich so gewesen. Die waren alle auf einem ganz anderen Wissensstand. Klar, mit Fachabi, Abi und sogar vielleicht jedenfalls Studium oder schon Arbeitserfahrung sind die auch ganz anders drauf. Das heißt, es war wirklich sehr schwierig, ich sag mal so, mich da einzubringen, nicht von der Persönlichkeit her, sondern wirklich von den Bildungsthemen, da wirklich von der Schule her, weil das Einzige, wo man mitmachen konnte, wo man vielleicht auf demselben Stand war, war eigentlich nur, ich glaube Sport, weil da waren irgendwie alle gleich. Aber selbst beim Fach Erdkunde oder im Fach Englisch vor allem, da waren die zig Millionen Steine weiter. Also wirklich deutlich. Und das war so der Grund, warum ich dann schlussendlich auch die Ausbildung hingeschmissen habe. Gab noch ein paar andere wegen dem Ausbildungsbetrieb, aber das sind Kleinigkeiten. Okay. Ja, aber ist schon spannend. So, wie hast du dich gefühlt dann? Also wenn man so, ich habe jetzt auch nicht studiert, habe auch kein Uni besucht, also von daher, ich bin auch relativ schnell in der Arbeitswelt gewesen, habe Ausbildung gemacht und so weiter, von daher, wie hast du dich denn gefühlt, wenn du mit Leuten zu tun hast, die irgendwie sehr sehr viel Wissen haben, so würde ich das eigentlich, ich nenne das mal Wissen. Auf jeden Fall. Es war gruselig, weil man war immer unterlegen. Man war in jeder Situation unterlegen. Sei es auch schon, wenn man sich in der Klasse vorgestellt hat. Da war ja zuerst die Frage von der Lehrerin, ob ich denn überhaupt in der richtigen Klasse bin, weil das war die Stauffenberg-Schule, glaube ich, hieß sie, in Frankfurt. Und es ist das einzige Berufsschulzentrum in der Umgebung, was Kaufmann für Marketing-Kommunikation macht. Da gab es auch noch handwerkliche Berufe. Und in der handwerklichen Branche ist ja so, da sind die ja eigentlich schon relativ jung, die Azubis, 15, 16, 17.
Und dann, nee, ich bin schon richtig hier eigentlich. Ne? Ich hab mich nicht verlaubt. Okay, dann stell dich mal vor, habe ich mich vorgestellt. Und dann war es ja natürlich auch so, alle anderen haben von ihrem Abitur erzählt und ich sag so, ja, bis zur 9. Klasse. Ja. Bis zur 9. Klasse war ich auf der Schule und dann war es das aber auch. Also es war wirklich in jeder Situation, auch wenn es dann, wie gesagt, in den Thematiken reinging, klar, wenn es jetzt das Fach Marketingkommunikation gab, da waren wir alle fast auf demselben Stand bei null. Mhm. Aber sobald es wirklich in die Standardfächer, Anführungszeichen, reinging, Englisch, Deutsch, auch Deutsch, Mathe und Geschichte und Schlag mich tot, dann da war man immer unterlegen. Das war ein sehr bedrückendes Gefühl. Man war ständig unter Druck, weil wenn du was gesagt hast, war mir immer so im Sinne, ja gut, die anderen wissen das schon und hätten es sogar vielleicht noch besser formuliert oder, weil wir haben einfach diese Erfahrung, was 5-6 Jahre sind, im Bildungssystem mehr als ich. Und das ist wirklich eine starke Herausforderung. Was davon fehlt dir jetzt im Job? Ich meine, jetzt hast du eine Company, also du leitest irgendwie eine Company. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell? Also lass uns unseren Jahrespraktikanten dazuzählen, der macht auch 40 Stunden die Woche, sind wir bei 9 Leuten, 5 Vollzeit, der Rest ist Teilzeit. Okay. Und was von dem, was die jetzt so an Wissen hatten, was fehlt dir jetzt konkret? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, naja, ist mir eigentlich egal, also ich brauche das nicht? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, nee, merke ich jetzt erstmal, dass es irgendwie cool gewesen wäre, wenn ich das könnte? Oder bis dato, ein Punkt wäre Allgemeinwissen. Ich weiß, aber es kann man nicht so, das Allgemeinwissen kann von Geschichte bis hin zu Erdkunde, aber auch zu Philosophie und Schlag mich tot gehen. Das ist jetzt schwierig zu sagen, das hat man ja schon nicht gelernt, weil ich glaube, Allgemeinwissen baut man sich über die Jahre mit der eigenen Erfahrung auf. Was sagen kann, ist Englisch. Englisch ist so ein Punkt, wo ich sagen kann, gut, bis zur 9. Klasse hat man natürlich Englisch. In der Grundschule hatte man kein Englisch, zumindest nicht bei unserer Grundschule. Das heißt, ab der 5. Klasse ging es los mit Englisch und Schulenglisch ist wirklich so, man sagen kann, das bringt fast gar nichts. Weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man Abi macht, ob da jetzt Englisch intensiver rangenommen wird in dem Sinne, ob es da wirklich intensiver ist, aber ich sage jetzt mal so, die 4 Jahre bis zur 9. Klasse, die Jahre, die ich auf der Realschule gemacht habe, kann ich sagen, mit dem Schulenglisch, was mehr sich im Kreis gedreht hat, wo es um Bücher ging, die man gelesen hat auf Englisch, was eigentlich hilfreich sein sollte, aber war es irgendwie nicht, kann ich sagen, dass Englisch eigentlich so der einzige Punkt ist, wo ich ein bisschen hinterher traue, dass es ein bisschen untergegangen ist. Okay. Alles andere wie Mathematik und Co. habe ich bis dato nicht so intensiv gebraucht, wie ich es damals lernen musste. Das heißt, klar, plus, minus, multiplizieren, dividieren und etc. Das braucht man jetzt immer noch, aber da bin ich auch ehrlich, da nutze ich eigentlich meiste Zeit den Taschenrechner am Handy, wenn es jetzt größere Summen sind, oder die ganzen Buchhaltungsprogramme, wenn es jetzt um Brutto, Netto und Co. geht, oder da die Summen, das macht alles das Buchhaltungsprogramm. Das heißt, jetzt nach einem Jahr intensiven Marketing-Beef, sage ich mal, fehlt eigentlich gar nicht. Läuft, ja. Wobei ich aber auch sagen muss, ich mache das Ganze, seitdem ich 14 bin. Das heißt, seitdem ich 14 Jahre alt bin, mache ich das Ganze. Ich habe ja damals mit 14 habe ich mit so einer sehr schönen E-Mail potenzielle Kunden in Wiesbaden angeschrieben. Da waren mehr Rechtsabteilungen drin als sonst was. Aber das zählt ja nicht, sondern das zählt ja, dass man es gemacht hat. Und das Schöne ist, da hatte ich mit 14 sozusagen meine ersten Jobs gehabt im Social Media Marketing. Bei einem Umverpacktladen, beim Tanzatelier und. Und da hat man schon diese Erfahrung aufgebaut, auch was ein bisschen schuler ging, weil auf einmal konntest du Referate freier sprechen. Du hast mehr kommuniziert und Kommunikation ist ja so wirklich mit das Wichtigste, finde ich. Ne? Kommunizieren ist das A und O, ich liebe kommunizieren. Und deswegen ist es auch nicht, also ich sag mal so, hätte ich mit 14 Jahren nicht angefangen, dann würde mir jetzt deutlich mehr fehlen. Ne? Auch schulische Fächer, sag ich mal, oder grundlegende Bausteine. Ist das wirklich so? Ja, deswegen. Ich biege mich da mal so rein. Ne? Wenn du irgendwie sagst, so, du hast nach der 9. keinen Bock mehr gehabt oder hast aufgehört, warum? Was war denn der Antrieb, warum du gesagt hast, ich möchte jetzt was anderes machen? Das war einfach, also es gibt ja immer die Leute, die sagen, ich bin kein Typ für Schule. So, ich glaube, das gibt es nicht richtig, weil irgendwie, ich weiß nicht so. Das kann man ja gar nicht sagen, weil entweder du machst Schule fertig, komplett fertig, sagen wir bis zur 10. Klar, außer was auf der Hauptschule, machen wir bis zur 9. Oder. Aber du musst ja erstmal die Erfahrung gesammelt haben, um dann zu sagen,
Schule ist nichts für mich. Ich bin der Meinung, nach der 9. Klasse kann ich das nicht sagen. Ich kann jetzt nicht nach der 9. Klasse schon überhaupt noch, nee, Schule ist nichts für mich. Es waren mehr so die Aspekte, was Neues zu machen. Mhm. Ich bin immer so einer, ich würde gerne 1000 Dinge auf einmal machen, was so manchmal verkehrt ist, aber es waren eigentlich so die Aspekte, ich habe mich nicht wohlgefühlt, nicht wegen den Mitschüler, Schülerinnen, sondern das Prinzip hat mich so zugesagt. Ich habe mich das gelernt, was ich lernen wollte. Ich wollte ein bisschen an der Erfahrung eintauchen und ein bisschen ins kalte Wasser springen. Ich will ins kalte Wasser springen, ich will mal jetzt meine Erfahrung sammeln und vor allem, ich wollte mal dieses ganze System, was auch dahinter steckt, auch mal ein bisschen beschnuppern. Weil, was man auch dazu sagen muss, einfach so nach der 9. Klasse abzubrechen, ist nicht so. Da steckt ein bisschen mehr dahinter, weil du musst dann ein Gespräch bei der Agentur für Arbeit haben zum Beispiel. Mhm. Dieses Gespräch muss dann von der Protokollantin aufgenommen werden. Die muss dir am Ende dann den Stempel geben, dass du auch von der Schule gehen darfst und in die Ausbildung übergehen darfst. Mhm. Ja. Dann musst du natürlich noch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube nicht, das war das Kultusministerium, aber irgendein Amt musste da, als Schulamt war, das musste ebenfalls da noch gehen. Mhm. Genau. Warum? Weil mit 15 Jahren in die Ausbildung Kaufmann für Marketingkommunikation zu gehen, wo eigentlich Fachabi mindestens benötigt wird, und ich habe einen Hauptjobschluss, oh, da hat das Schulamt und auch die Schule dort und auch jeder andere eigentlich gesagt, macht man ja eigentlich nicht, weil es wird ja eigentlich vorausgesetzt, dass du Fachabi hast. Und ich hatte einen Hauptjobschluss. Mhm. Aber dadurch, in dem Fall war auch mein Ausbildungsbetrieb sehr stark dabei, hat mir auch den Rücken da gestärkt und auch da konnte man sozusagen hat auch alles geklappt nach ein paar Gesprächen. Und diese ganze Erfahrung mit den Ämtern, aber auch da diese Erfahrung hier und was nicht alles gab, diese ganzen Erfahrungen innerhalb von 1 bis 2, 3 Jahren sind traumhaft, weil hat kein anderer, bin ich offen ehrlich. Cool. Besonders keiner in dem Alter. Und das ist so der Aspekt gewesen, den ich mir darunter vorgestellt habe. Erfahrungen zu sammeln, die andere vielleicht dann erst mit Beispiel mit 32 kriegen, die ich schon habe mit 16, 17 Jahren, wo ich dann sagen kann, habe ich schon hinter mir, ich weiß, wie ich mit der Situation umgehen muss. Und du hast echte Erfahrungen gemacht. Also du hast nicht irgendwas aus Büchern gelernt, sondern du hast echte Erfahrungen gemacht. So, richtig. Das ist der wahre Schatz. Das wahre Geld. Genau, ich habe irgendwann mal eine Coaching-Ausbildung gemacht und der Coach hat immer nur gesagt, Wissen ist nur der Trostpreis. Also kannst du dir halt nichts verkaufen. Das ist vollkommen richtig. Du musst sowieso irgendwann Erfahrungen machen. Also ne, das hilft vollkommen nichts. Richtig, ja. Genau. Ja. Und und dann musst du auch natürlich die Schulleitung ihr Go geben. Und das Lustige ist, wir sind jetzt Hauptsponsor oder meine ehemalige Schule sind jetzt Hauptsponsor. Das ist so ein kleiner Funfact. Ne? Das waren immer die Lehrer, Lehrerinnen, die eigentlich die 5 und 6 gedrückt haben. Auf einmal bist du Sponsor der Schule. Das ist schön. Nee, das ist schön. Schönes Gefühl. Geil. Sag mal, wenn ich jetzt mal so, also wir sind ja Könige da drin, zurückzugucken und zu sagen, ne, damals war bla bla bla. Ne? Also Geschichte, natürlich. Tolles Fach. Also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist wichtig. So, mich persönlich würde freuen, wenn wir auch noch ein anderes Fach hätten, was sich mit Zukunft beschäftigt. Aber er kann ja noch kommen. Wenn man dich fragen würde, sag mal Finn, wie wäre denn für dich Schule besser gewesen? Was wäre deine Traumschule gewesen? Also wenn du jetzt heute nochmal, würdest du es selber designen und würdest irgendwie sagen, hey, da hätte ich mehr Freude gehabt, da hätte ich irgendwie, wie wäre Schule für dich gewesen? Ja, das ist eine schöne Frage. Kurz nochmal die Vergangenheit zu blicken. Und zwar hatte ich in der 4. Klasse war das, in der Grundschule genau, hatte ich einen Schüleraustausch gehabt. Da war ich für 3 Wochen, waren es glaube ich, in Dänemark. Da war ich in Dänemark, war auch dort auf einer Schule, eine ganz normale dänische Schule. Mhm. Und die haben das Prinzip, zumindest diese Schule hatte das Prinzip gehabt, dass du deine normalen Unterrichtsfächer hast, Mathe, Deutsch, Englisch etc. pp. Da war auch Deutsch als Fach. Geschichte, Erdkunde, schlag mich alles zu, Biologie. Und aber du konntest dir auch zusätzliche Stunden mieten. Und diese zusätzlichen Stunden sind dann Fächer wie Kommunikation, Hauswirtschaftslehre, cool, Arbeitslehre und. Und das Schöne ist, bin mich so 100% sicher, aber nach 1-2 Jahren, nachdem du dieses zusätzliche Unterrichtseinheit gemietet oder gebucht hast, kannst du dieses Fach dann auch mit einem regulären Nebenfach wie Biologie austauschen. Okay. Und so kannst du dir nach 1-2 Jahren Schullaufbau, nachdem du auch die Erfahrung gesammelt hast, deinen Unterrichtsplan ein bisschen selbst gestalten, auch nach was du Lust hast, wo du Erfahrungen sammeln willst. Hier in Deutschland ist es so, zumindest bei meiner ehemaligen Schule ist es so, du hast AGs. Diese AGs sind dann, weiß ich,
nach der 8. Stunde um 15 Uhr. Das ist dann eine AG wie Klettern oder Tischtennis. Mhm. Auch super cool. Aber ich bin der Meinung, solche AGs, die mehr der Freizeit dienen, kann man auch außerhalb der Schule machen. Da gibt es ganz viele Sportvereine, da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten. Mhm. Ich finde, es sollten mehr so AGs geben wie Hauswirtschaftslehrer zum Beispiel. Hauswirtschaftslehrer zählt jetzt nicht nur Kochen und Co. dazu, sondern auch Stricken und was ich alles gab. Ne? Mhm. Oder auch vielleicht ein Fach wie Kommunikation. Wie kommuniziere ich richtig? Jetzt nicht per WhatsApp, sondern im direkten Gespräch. Mhm. Ne? Wie ist meine Gestik, meine Mimik? Wie verhalte ich mich? Gibt es da ein paar Triggerpoints, die ich benutzen kann? Ein bisschen vielleicht auf Psychologie-Ebene. Wie kann ich Menschen besser erreichen? Und. Und das aber vielleicht auch nicht als AGs, weil keiner, besonders in dem Alter, kann sich ab 15 Uhr noch konzentrieren, jetzt irgendein kompliziertes Fach. Vor allen Dingen, wenn du morgens um 8 Uhr schon anfangen musstest. Richtig. Das heißt, dass man vielleicht irgendein System aufbaut, wo man sagt, wie damals in Dänemark, dass man vielleicht da sagt, nachdem du diese 1-2 Jahre Erfahrung gesammelt hast in dem Fach und dir wirklich sicher bist, dass du es jetzt gegen Nebenfach eintauschen willst, dass diese Möglichkeit vorhanden ist. Jetzt einfach direkt zu sagen, hey, du kommst neu in die Schule und darfst direkt deinen Stundenplan zusammenstellen, wie du willst, ist auch Schwachsinn. Weil du musst erstmal diese Erfahrung sammeln, du musst auch erstmal die Lehrkräfte kennenlernen. Mhm. Weil vieles hängt auch von den Lehrkräften ab. Das sind eigentlich die Fächer des Geringsten. Die Lehrkräfte sind eigentlich die Kommunikationsbausteine, sag ich mal, wo du die eigentlich deine Noten zusammenfassen kannst. Du kannst zwar richtig scheiße sein in der Schule, sag ich mal, aber wenn du eine gute Bindung hast zu deiner Lehrkraft und dich mit RCS verstehst, kommunizieren kannst, vor allem auch nicht neben der Schule, weil dann geht es wieder ins zu Private, sondern während der Schulzeit, während des Unterrichts und Beispiel die mündliche Arbeit, Mitarbeit so ist, dass der Lehrer, Lehrkraft, wie auch immer, denkt, wow, die Noten sind zwar bei der Arbeit Bullshit, aber der Junge kann ja doch ein bisschen mehr. Ja, genau. Der glaubt an dich. Ne? Genau. Und dann soll er nicht, um Gottes Willen, dann soll dir keine besseren Noten geben, aber soll er auf dich zukommen, mit dir kommunizieren und irgendein kleines Konzept ausarbeiten, was jetzt keine 5 Seiten sein soll, sondern einfach mal kurz aufschreiben, eine Art Mindmap. Was ist das Problem? Wieso ist das Problem? Dieses Aufeinander zugehen hat mir auch sehr gefehlt. Weil Schüler, Schülerinnen, ja. Gab es denn Lehrerinnen oder Lehrer, die deine Qualitäten erkannt haben? Also so, ne, bleib jetzt mal, ne, Psychologie interessiert mich hobbymäßig so ein bisschen. Gehen wir mal davon aus, jeder kann irgendwas besonders gut. Ja, also und jemand, der irgendwie mit 14 oder 15 anfängt, eine Company zu leiten, der muss ja irgendwas besonders gut können. Das macht nicht jeder und das kann auch nicht jeder, in meinem Bild. Ne? Gab es Lehrerinnen oder Lehrer, die das erkannt haben bei dir? Also wo man einfach erkannt hat, ja, dass also, du findest... Ne, den musst du fördern da und da, weil das kann der total gut. Es ist schwierig zu sagen, weil wir sind schlussendlich 30 Kinder in der Klasse gewesen. So. Mhm. Wir waren damals zwar eine kleine Schule, wir hatten nur 400 Schüler, Schülerinnen. Das ist ein bisschen in Wiesbaden oder bei uns, bei unserer Schule ist es mit die kleinste Schule sogar. Aber dennoch schwierig zu sagen, weil man war wirklich nie so im direkten Gespräch mit der Lehrkraft, auch wenn man es versucht hat, weil die haben so viel um die Ohren. Weil, aber was ich sagen kann, ist mein... Ich möchte mit denen nicht tauschen, also... Nee, um Gottes Willen, das ist auf keinen Fall. Aber tatsächlich meine Schulleiterin stand immer hinter mir und hat auch immer alles in die Wege gezogen und ich durfte auch damit die Schulhomepage machen und hat dann immer mal hier so ein paar Möglichkeiten, auch Politiker, Politikerinnen kennenzulernen, die Schule besucht haben, durfte immer mit meiner Kamera da begleiten. Und dann war es mein... Das war mein ehemaliger Klassenlehrer, den ich 2 Jahre lang hatte in der Schule, nur, weil dann gab es eben Wechsel. Aus dem einfachen Grund, weil ich hatte damals auch eine Homepage für unsere Schule gemacht, für unsere Klasse gemacht, für unsere Klasse, wo man die Hausaufgaben und Co. nachsehen konnte. Also da konntest du die Hausaufgaben sehen, du konntest den aktuellen Vertretungsplan sehen, du konntest da Bilder von irgendwelchen Klassenausflügen sehen und. Das hat natürlich ein bisschen für positiven Wind dort gesorgt und ich hatte ja auch damals eine Nachhilfeplattform gegründet, Students for Students. Da hängen auch sogar noch hier in Wiesbadener Schulen immer noch Plakate rum, die eigentlich 2 Jahre alt sind, aber ist ja egal. Und da haben sozusagen auch Schüler für andere Schüler Nachhilfe betrieben. Es gab einen festen Stundensatz und dann ging halt Provision an mich sozusagen. Und durch diese Projekte kamen eigentlich eher so diese Kompetenzen raus, sag ich mal, oder diese Neugier auch von den Lehrkräften gegenüber mir raus. Im Unterricht selbst nicht, weil ich war eigentlich jetzt nie so einer, der
gerne mitgemacht hat, sondern ich habe eigentlich immer auf meinem Blatt Papier was gekritzelt, aber nicht irgendwas gekritzelt, sondern ich habe meine Zukunft aufgekritzelt. Ich habe schon vorgestellt, wie soll das Konzept vermarkten, wie es sein, sowas. Hast du echt gemacht, ja? Also ja, klar. Ja, ich bin ja ein großer Freund von natürlich zu Papier bringen, natürlich, was man im Kopf hat. Genau, und das habe ich dann gemacht. Ich glaube, da war so der schlimmste Akt. Das war eine Lehrkraft, die hat einfach meinen schönen Block abgenommen, hat einen Mülltonnen getan. Und da lag mein toller gekritzelter Block, der für sie vielleicht ein bisschen würdelos aussah, weil das war eine Mindmap und das war eine Liste und das waren irgendwelche Namen und irgendwelche Firmennamen hier in Wiesbaden oder Politiker, mit denen ich mich vernetzen wollte, war für sie natürlich Müll. Für mich war das eigentlich meine Zukunft, die sie weggeworfen hat, in dem Sinne ein bisschen dramatisch dargestellt. Mhm. Ne? Aber auch das gibt's. Hat sie wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil sie dir Schaden zufügen wollte, sondern weil sie einfach sich gerade geärgert hat darüber, dass du nicht das gemacht hast, was sie wollte, was du tust. Genau. Und ja, 100%. Und das, was ich immer mitbekommen habe, ist, dass Lehrkräfte oftmals überfordert sind und es auch nicht zugeben können und nicht wollen, weil es sind 30 Schüler, Schülerinnen vor denen. Und wenn sie dann einmal hinfallen, bildlich betrachtet, dann sind sie immer gegen unterlegen. Die Schülerinnen, da sind wir immer sehr herablass. Und es gab auch Fälle, da sind Lehrkräfte auch weinend aus dem Klassenraum rausgerannt, weil sie einfach geweint haben, weil sie überfordert waren. Ja. Gab es zweimal diesen Fall. Und auch da muss ich sagen, danach waren die Lehrer leider oder Lehrerinnen unten durch bei den Schülerinnen. Das war dann nicht mehr augenblicklich, sondern sie war schwach in dem Moment. Es war eine Lehrerin, sie war schwach in dem Moment. Jetzt kann ich weiterhin meine Dominanz präsentieren als Schüler. Und das ist so das auch das kleine Problem, dass Lehrkräfte oftmals nicht wie Menschen angesehen werden, von uns Schüler, Schülerinnen, und auch B, schlussendlich keine richtige, oder in meinen Augen keine richtige Rückenstärkung haben, wenn sie mal Probleme haben. Es gibt eine Vertrauenslehrerin, gab es bei uns, die ist aber auch nur für Schüler, Schülerinnen gedacht. Okay, ob es jetzt sowas für die Lehrkräfte gibt, in meinen Augen, oder meines Wissens gab es bei unserer Schule das nicht, da gibt es immer noch nicht. Aber man muss auch ein bisschen so auf die Lehrkräfte achten, weil das ist sind schlussendlich die Leute, die uns ausbilden, wenn man so sehen will. Über Jahre hin. Ja, und nicht ich weiß nicht, ob ich das so aussprechen darf, aber für mich ist so das Riesenproblem in der Zeit, in der ich mich jetzt mit Bildung beschäftige, ist für mich eins der größten Probleme, dass es eben auch hierarchisch strukturiert ist. Also oben sagt ja jemand, was zu lehren ist, in welchen Altersstufen und so weiter fort. Und dann gibt es irgendwie Lehrpläne und dann gibt es irgendwie Vorgaben und das ist ja alles sehr, sehr strukturiert. Und ganz ehrlich, da wurde ja nie einer gefragt, was der wirklich will. Also so eine Lehrerin oder so ein Lehrer, der wurde ja auch nicht gefragt. Sag mal, wie würdest du gerne deinen Unterricht gestalten? Das gibt's ja nicht, sondern die müssen das machen, was andere Leute ihnen sagen. In bester Absicht. Das ist ja nicht mal böse. Also ich gehe mal davon aus, die oben sind auch ordentliche Menschen und die sind auch nicht böse. Die wollen die Lehrerinnen und Lehrer auch nicht ärgern. Die wollen auch die Schüler nicht ärgern und Schülerinnen nicht ärgern. Aber es ist halt so. Es ist halt gewachsenes System. Ne? Und da mag man ja. Ist ja schon ein bisschen älter. Irgendwie der Bismarck hat ja damals viel dazu beigetragen, dass wir irgendwie gelernt haben, Menschen schnell als Soldaten auszubilden. Und das sind ja die Wurzeln von dem heutigen Bildungssystem immer noch. Das ist in vielen Bereichen schon viel besser geworden, aber da ist eben noch viel drin. Und die Leute, die heute eben vorne stehen, die sind ja auch durch harte Schulen durchgegangen. Und wenn ich mir junge Lehrerinnen und Lehrer angucke, die voller Elan sind und ihre Berufung finden gerade, also wirklich Lust haben, Kindern das Leben beizubringen und ihr Wissen weiterzugeben und so weiter, und die relativ schnell dann irgendwie in ein System reinrutschen, wo man ihnen relativ schnell erklärt, nee, das kannst du aber nicht machen. Das Traurige ist, das sind hochmotivierte Menschen, die in kürzester Zeit radikal ausgebremst werden und dadurch so schnell, wie es auch nur machbar ist, verlieren die einfach die Lust. Genau. Die Lust und die Energie, eine individuelle Lehrkraft zu sein, wie sie eigentlich sein wollten, mit Ideen, mit Vorschlägen. Und dadurch, sie so schnell radikal ausgegrenzt werden, kommen sie auch in so eine Lage, wo es einfach nur nervig ist, wo sie auch traurig sind, wo sie auch ein bisschen deprimiert sind, wo die Laune bekommen und auch diese Motivation finden. Und schon haben wir die typischen Lehrkräfte, wie aus dem Bilderbuch, böse, grimmig,
Genau. Gefühlslos und. Klar, weil genau. Die dadurch das können, System... Können keine Empathie empfinden für andere, richtig. Weil sie sich selber schon genau. Nicht fühlen können. Und richtig. Ich wünsche mir sogar, ne, du hast das vorhin auf den Punkt gebracht, dass die sich verletzlich zeigen können. Also für mich ist eine ganz, ganz große Brücke in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man sich verletzlich zeigen darf. Jetzt leben wir in der Wirtschaft, ja, und ganz ehrlich, machen wir nicht, zeigen uns verletzlich. Aber es ist so heilsam, ne, sich verletzlich zu zeigen. Ja, 100%, 100%. Und wenn ich eine Lehrerin und einen Lehrer da vorne stehen habe, der ist doch ein Mensch. Also das ist doch ein Mensch und der macht seinen Job. Wenn es gut läuft, macht er das, was er wirklich, wirklich will. Nämlich, glaube ich, das, wie du zu deinem Job gekommen bist, dass du das machst, was du wirklich, wirklich willst. Das war, was so die Grundlage von New Work wäre, ne? Und wenn wir das in Bildung anfangen würden und wir würden dort ausschließlich Leute haben, die das tun, was sie wirklich, wirklich wollen, und andere Leute würden denen vertrauen, die kriegen das schon hin. Ja, und die würden wieder den den Schülerinnen und Schülern vertrauen und würde sagen, hey, wir haben jetzt hier eine schöne Zeit zusammen. Das stimmt. 100%. Und ich bin jetzt auch 1 bis 2 Mal noch im Monat bei der Werner von Sinn Schule, bei meiner ehemaligen Schule, weil wir Sponsor sind. Und auf einmal kommst du mit den Lehrkräften in Gesprächen, wo du merkst, ich habe jetzt wirklich erst, seitdem ich die Schule abgebrochen habe und seitdem ich wieder Kontakt zur Schule habe, habe ich erst gemerkt, dass Lehrkräfte auch Momente sind. Davor warst du gar nicht so bewusst. Das klingt so trocken und eklig, wie es muss, aber es war mir davor nicht bewusst, dass Lehrkräfte auch nur Menschen sind wie du und ich. Genau. Und warum konntest du das, ich bin jetzt ein bisschen älter, irgendwie Papa, und was mir bewusst geworden ist, das konntest du ja auch gar nicht wahrnehmen. Weil du hast sie ja in einer Rolle wahrgenommen, ne? Also du hast sie präsentiert bekommen, du hast die nicht ausgesucht, sondern du hast irgendwann von irgendjemandem vorgesetzt bekommen, das übrigens ist dein neuer Mathelehrer. Richtig. Ob du den sympathisch findest, nicht, du hast ihn auch nicht gefragt, du wolltest von dem gar nichts beigebracht bekommen. Ja, also so ist ganz es ehrlich, solche Menschen kann ich doch jetzt, also du bist jetzt, ruft jetzt nicht dafür auf, dass ich die total sympathisch und toll sofort finde. Auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Und dadurch, dass auch immer dieser Lehrerwechsel ist, ne, man hat ja, also bei jeder Schule ist ja so, dieser Lehrerwechsel findet wirklich sehr häufig statt. Da ist von Klassenlehrer, Lehrerin bis hin zum Mathematiklehrer, Lehrerin. Aber es findet wirklich häufig statt und so kann man auch nie eine Bindung aufbauen. Und auch in der Schule muss man eine Bindung aufbauen, um kommunizieren zu können. Weil wenn ich ein Problem habe und ich habe eine Bindung mit der Lehrkraft, kann ich dieses Problem kommunizieren, habe ich keine Bindung. Dann bleibt das Problem bei mir und ich erzähle es vielleicht meinen Freunden. Aber niemals der gegenüberliegenden Person, / der Lehrkraft, die mir vielleicht da weiterhelfen könnte, weil es ein Problem ist in der Schule, sei es Mobbing, sei es man versagt gerade im Fach Mathematik oder man hat auch zu Hause Probleme oder. Weil die Schule ist eigentlich auch ein bisschen mehr eine Auflauf- oder eine Anlaufstelle für allgemeine Probleme. Aber die können nicht arbeiten. Tragen alle ihre Probleme damit hin, ob sie wollen oder nicht. Ja, also die bringst du ja von zu Hause mit. Die Schüler bringen ihre Themen mit, die Lehrerinnen bringen ihre Themen mit. Die bringen ja alle ihre eigenen Themen mit. Das ist auf der Arbeit übrigens nicht anders. Also das ändert sich ja nicht. Ja. Wenn wir das nicht verstehen, dass da Menschen sind, die irgendwie ihre eigenen Themen haben, und mit denen dürfen wir gemeinsam wachsen. Das wäre ja so das, was ich mir wünsche, sowohl für Bildung als auch für Business. Ja, also das Größte, was wir Menschen erleben dürfen, ist uns weiterentwickeln und wachsen. Das ist eines der größten Glücksgefühle, die wir auch haben. Ne? Und wenn wenn du deine Erfahrung als Company machst, dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn man Dinge geschafft hat. So einfach, die bis gestern nicht gingen, aber jetzt gehen sie. Und auf einmal lernt man auch viel leichter, ne? Wenn du dann irgendwie jetzt realisierst, Mensch, hier Englisch, da fehlt mir was. Ja, dann hast du ja jetzt weißt du ja, dass du es brauchen kannst. Früher, wenn dir jemand gesagt hat, Finn, du musst jetzt aber Englisch lernen, Vokabel pauken, ja? So ist es, so ist es. Hat der Finn wahrscheinlich nicht gesagt. Tolle Idee. Das stimmt. Nee, 100%. Und das Problem ist, so treffen ja nur Probleme auf Probleme und prallen dann wieder aneinander und zack. Und das ist so das Problem, dass auch dann wiederum Fächer wie zum Beispiel Kommunikation oder so noch ein bisschen offener reden. Ich habe das Fach Ethik geliebt, weil es war einfach so. Was haben wir gar nicht gehabt, aber hört sich geil an. Nee, und das Fach Ethik, was ich ein bisschen schade fand, das Fach Ethik war eigentlich, Ethik hat ja eigentlich klar auch was mit Religion zu tun, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich hat es überhaupt nicht. Also ethisch kann man auch sein, wenn man Atheist ist. Richtig. Ich persönlich bin ja auch Atheist. Aber das Problem ist einfach, die Schulen stellen das Fach Ethik so dar. Ethik ist das Fach, wo jeder von der Religion, nur es gab ja auch Religion und schlag mich alles tot, aber Ethik ist das Fach, wo die Atheisten rein dürfen und wo dann auch die
Gläubigen reinkommen, für die es keine individuellen Fächer gibt, wie genau. Zum Beispiel Religion. Ne? Genau. Und da ging mir so ein bisschen die Ethik verloren wiederum, weil dann ging es wieder mehr um Religion. Genau. Und je nachdem, was du eine Lehrkraft wiederum hast, weil da hatten wir auch ein paar Mal Lehrkraftwechsel, ging es mehr um Religion, dann ging es doch mal ein bisschen mehr um Themen wie allgemein Ethik. Da gab es auch schöne Beispiele von damaligen Poeten und schlag mich alles tot. Und da ging es auch um Themen wie um Tod. Oder auch um Trauer. Wie geht man mit Trauer um? Mhm. Und das sind eigentlich so Fächer, die man ein bisschen mehr aufarbeiten muss, wie Arbeitslehre. Arbeitslehre war bei uns so, das glaube ich auch wieder bei jedem anders. Bei uns war Arbeitslehre, wie schreibst du Bewerbungen? Was ist brutto, was ist netto? Allgemein, welche Berufsrichtung könnte für dich die richtige sein? Welche nicht? Habt ihr das echt gemacht in der Schule? Ja. Also, ja. Ist cool. Aber auch nur, nur ab der 9. Klasse eigentlich. Ja. Ab der 9. Klasse, also okay. Ich hatte es nur ein Jahr gehabt. Aber ja, auch das, aber es hängt auch wieder von der Lehrkraft an. Andere im selben Jahr, andere Klassen im selben Jahr haben zum Beispiel ein Jahr lang nur gelernt, wie man Bewertungen macht. Wir hatten zum Beispiel auch tolle Tests mit der Agentur für Arbeit gemacht, welche Berufsrichtung es gehen könnte. Und was schlimm ist, was wirklich schlimm ist, die Realschulen sind darauf gepolt, dass Schüler, Schülerinnen Ausbildung machen. Gymnasien sind darauf gepolt, dass sie alle studieren. Und die sind zwanghaft in dieser Richtung. Das heißt, bei jeder Realschule wird gesagt, wir empfehlen dir, du solltest eine Ausbildung machen. Du musst eine Ausbildung machen. Für dich kommt nur eine Ausbildungsfrage. Beim Gymnasium genau umgekehrt. Für dich kommt nur eine Studienfrage. Aber dass man auch vielleicht die Schulen ein bisschen mehr intern interagieren. Das heißt, warum kann ich ein Gymnasium einmal die Woche mit einer Realschule zusammenarbeiten? Die haben einfach gemeinsam. Oder auch eine Realschule, eine andere Realschule. Die sind ja meistens nicht mal weit auseinander von der Entfernung her. Das heißt, Schüler, Schülerinnen können eigentlich mal nachmittags ein, zwei Schulstunden zusammen haben. So trifft man neue Leute kennen, so lernt man auch ein neues Konzept von einer anderen Schule ein bisschen kennen. Ja? Absolut. Warum gibt es diese interne Kommunikation nicht von Schule zu Schule? Die sind alle wirklich strikt wie Ritterburgen. Eine Burg, andere Burg. Höchstens bekriegen die sich. Aber genau. Mal zusammen zu arbeiten. Ja, hat wieder mit Ego zu tun. Ne? Die wollen ja dann, ne? Bei den Gymis gibt es dann oftmals hier, ne? Die einen wollen aber besser sein als die anderen, wo ich mir so denke, so, ja, okay, können wir machen. So, aber genau, schön wäre ja, und das ist so das Einzige, was ich mir wünsche. Ich bin da ja sehr, sehr einfach gestrickt. Wenn meine zwei Jungs zur Schule gehen, dann habe ich nur einen einzigen Wunsch an Schule. Ich möchte, dass die Spaß haben. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Das hört sich total lächerlich an, gerade in einer Welt, wo wir so Exportweltmeister, ob wir es mal waren oder noch sind, mag ich nicht bezweifeln, aber wir sind auf jeden Fall mal ein Ingenieursland und bei uns ist eben Wissen, Bildung und vor allen Dingen eben auch alles, was logisch ist und so weiter, sehr, sehr wichtig. Ja. Mir persönlich ist aber wichtig, dass die Kinder Spaß haben in der Zeit. Und nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Rektorinnen und Rektoren, also dass die da hingehen und Spaß haben und dass die Freiräume kriegen und dass die Möglichkeiten kriegen, Dinge neu auszuprobieren, auch ihre Erfahrungen machen dürfen und zwar eigene, nicht weil jemand gesagt, das müsst ihr so machen, sondern die dürfen eigene machen. Weil ich gehe mal davon aus, jede Schule ist halt anders, das sind andere Menschen, das sind andere Schülerinnen und Schüler und so, ne? Und wenn wir das irgendwann hinkriegen, dass wir denen viel mehr vertrauen, auch den Organisationen Schule mehr vertrauen und den einzelnen Klassen und den einzelnen Schülern und wir denen allen viel mehr Vertrauen schenken, dann glaube ich, werden die alle noch viel, viel mehr Spaß haben. Und dann haben wir auch alle wieder viel mehr Spaß. Also, und ich bin da ja sehr, sehr egoistisch unterwegs. Ich habe einfach total gerne Spaß. Und aus Bildungssicht ist das sogar noch richtig sinnvoll, weil es nämlich hochgradig effektiv ist. Wenn Kinder mit Spaß lernen, bleibt so viel hängen, wie du nicht reindrücken kannst mit Vokabeln pauken, weil dir jemand sagt, du musst Vokabeln pauken. Ja. Vor allem alles kommt nicht die Selbstinitiative. Ja. Genau. Und so kommt auch dann die Selbstinitiative, wo man sagt, hey, es macht mir Spaß, also gehe ich auch freiwillig mehr in die Thematik ein, tauche da mehr ein, springe auch mal dann ins kalte Wasser und stelle mich ein bisschen bloß da, weil ich vielleicht nicht weiß oder wie auch immer, aber dann lerne ich mehr. Und durch diese Spaß haben, ist einfach auch eine ganz andere Erfahrungsstruktur dabei. Du nimmst ganz anders wahr. Genau. Und auf. Habt ihr, weil ich das Konzept genial finde, habt ihr ein Schulunternehmen gehabt? Also so ein Nein. Hat aber auch ein Gymnasium hier in Wiesbaden, das weiß ich. Hat diese, das wird auch von irgendjemand gefördert, soweit ich weiß. Oder steht ja irgendwas anderes Konzept noch dahinter. Aber es ist ja sozusagen, wenn wir vom selben reden, ist, dass die Schüler, Schülerinnen ein eigenes Start-up sozusagen gründen in der Schule. Genau. Ja.
Genau. Und auch wirklich Verantwortung dafür übernehmen. Ne? So, ja, genau. Also ich an der einen Schule meiner Kinder wird das gemacht und ich finde es total toll, weil es nämlich genauso funktioniert, dass du dann eben sagst, hey, wir wollen jetzt hier ein Unternehmen gründen. Ne? Mhm. Wer möchte denn mitmachen? Und wenn wir mal verstehen, so eine Führungspersönlichkeiten, nicht jeder ist eine Führungspersönlichkeit und nicht jeder ist eine Arbeitsbiene. So, ja. Das ist, also gesetzt im Fall, wir haben eine Gesellschaft, die macht schon Sinn, so wie sie ist, weil da eben verschiedene Menschen verschiedene Rollen haben, ja, und da gründet sich so eine Schüler-AG oder Schüler, wie auch immer, also die wirklich sagt, nee, wir machen jetzt hier den Laden. Also ich habe jetzt in einigen Bildungsinitiativen mitgewirkt und es ist schon toll zu sehen, wenn die Schulen davon berichten, was sie wirklich für Erfolge haben. Also wo wirklich man den Kindern volle Vertrauen gibt und denen am Anfang nur anleitet und dann gründen die auf einmal eine Unternehmung, wachsen damit und die älteren Schüler bringen den jüngeren Schülern bei, wie das geht, machen vernünftige Übergaben, wie das, das finde ich vollkommen klasse. Ja, also wie viel Energie die auch dadurch kriegen, ne? Und wie viel Selbstvertrauen. Das stimmt. Aber es hat auch hier in Wiesbaden das eine Schule. Eine Schule hat das und vielleicht irgendein Internat oder sowas. Aber die normalen Schulanführungszeichen haben bei uns in Wiesbaden das leider nicht. Weiß auch nicht, woran es liegt, ob die Idee noch nirgends aufgetaucht ist. Ob kann noch ja noch keine, kommen. Also das ist ja, kommen, genau. Es gibt ja viele Leute, die sagen, um Gottes Willen, Bildung in Deutschland ist eine Katastrophe. Es gibt aber auch andere, die sagen, Bildung darf sich genauso transformieren, wie sich gerade Wirtschaft transformiert und wie sich Gesellschaft gerade transformiert. Also vielleicht ist das ja alles gerade in Veränderung. Und wenn ich mir heute angucke, wie meine Kinder zur Schule gehen und wie die Schulbücher heute aussehen, also ich, Sohnemann bringt Schulbücher mit nach Hause. Ich fand die alle, Entschuldigung, ich sagte, ich fand die damals kacke, die ich hatte, die haben mich gar nicht angesprochen. Toll. Heute gucke ich mir die Bücher von meinen Kindern an und denke so, pff, cool, das kann man ja einfach lesen. Das stimmt. Also es gibt immer mehr Dinge, wo ich denke, da ist so viel schon passiert und klar, es darf sich noch viel verändern. Wir müssen alle ein bisschen mehr mit dem Sinn arbeiten. Ne? Ja. Fühlen, sehen, schmecken und so. Und jetzt kannst du das nochmal wiederholen? Da steckt so viel drin, Finn. In dem Gesetz im Fall, wir werden morgen in einer viel sinnvolleren Welt leben, weil es eben Leute gibt, denen sowas wie ein Sinn wichtig ist. Und das machen wir noch nach ethischen Gesichtspunkten, weil wir irgendwie auch noch verstanden haben, dass Ethik gar nicht so eine doofe Idee gewesen ist, sondern dass es irgendwie uns alle angeht, dass wir vernünftig miteinander umgehen und vernünftig aufeinander Acht geben. Meine Güte, was wird das für eine tolle Welt? Ja, klar. Ich meine, würden wir alle transparenter kommunizieren und auch die Ethik ein bisschen einbinden und so wird ganz anders aussehen alles. Ja, ich glaube, mehr bräuchte es auch gar nicht. Also ich glaube, wir bräuchten sowas wie eine Sinnhaftigkeit. Also warum tun wir das, was wir tun? Genau. Und dann gibt es ein paar Regeln, ein paar ethische Regeln, wo man sagt, da hält man sich dran, dass man hier vernünftig und dann lasst uns gemeinsam wachsen und gemeinsam Herausforderungen. Lasst uns gemeinsam Fehler machen. Ne? Gehört nun mal dazu zum Entwickeln. Lass uns sie wieder heile machen und besser werden. Das vielleicht nennt man das Leben, das dahinter ist. So ist es, ja. 100%. Bin, es hat mir saumäßig Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir quatschen. Es ist auch ein hochinteressantes Thema. Man kann es echt ausweiten, bis es geht nicht mehr. Genau. Ja, das Jahr fängt gut an. Ich danke dir ganz für die Zeit, die wir hier miteinander verbringen durften. Und genau, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass ihr uns wieder gefolgt sind hier und dass sie daran teilhaben konnten. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage danke, Finn. Wir hören uns bald wieder. Merci. Mach's gut, mein Lieber. Also, ciao, ciao.